Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Silent Hill 2. Und genau, liebe Leute, ja, wir waren beim letzten Mal hier in dem Hotel Lakeview unterwegs. Und hier sind Fotos verstreut und ich glaube, wir müssen ja hier so ein Wort finden. Ne? Korn. Wartet mal. Kann das schon sein? Korn? Korn? Und, wir haben hier einen Verdünner gefunden, ne? Kann man den vielleicht hier auf dem Foto verwenden, damit die Farbe weggeht? Tatsächlich! Ach! Ah ja! Over! Ja, nice! Okay! Perfekt! Das ist doch genau das, was wir brauchen hier. Also, over. Okay. Gucken wir mal, war da. Yes! Yes, yes, yes. Spieldose Aschenputtel. Das ist ja cool. Okay, dann sind wir hier fertig. Okay, Aschenputtel. Spieldose mit einer Figur aus dem Märchen Aschenputtel. In der Truhe ist Nummer 2 gefunden. Okay, damit müssen wir aber wahrscheinlich in die Haupthalle. Ja, in die Haupthalle. Bisschen Resident Evil Vibes hier. Und das dann da einsetzen und dann mal gucken, ja, was sich dahinter verbirgt. Also was damit passiert. So, die Haupthalle ist hier. Der Furz muss ich im Hintergrund. Ja, und dann hier mal einsetzen. So. Und dann mal gucken. Spiellos abspielen. Das klingt nicht ganz richtig. Okay. Ich frage mich jetzt allerdings, wie es weitergehen soll. Weil... Naja. Wir haben alles geguckt, ne? ja. Okay. Okay. Das heißt... War es denn hier? Wir wollen ja nach oben. Wir wollen nach oben und oben die Tür ist abgeschlossen. Na, da kommen wir ja nicht hin. Wartet mal. Eieiei. Wo war denn jetzt nochmal dieser Fahrstuhl? Wo war nochmal dieser Mitarbeiterfahrstuhl? Ist kaputt, ja. Kommen wir auch nie rein. Hier. Nee. Dann die Tür. Genau der hier. So. Okay, Weight Allowance. One person. Der lässt uns hier nicht... Über den Knopf steht etwas geschrieben. Was ist das? Maximale Traglast eine Person. Hä? Also das... Ich weiß, dass es hier weitergehen könnte. Aber... Hä? Eine Person, ja. Sie soll so... Was? Was? Wartet mal. Was? Das Regal ist leer. Sieht so aus, als könnte ich hier meine Sachen ablegen. Wie? Leg mal das Messer ab. Nee, oder? Das erinnert mich so an Code Veronica. Also Resident Evil. Wir müssen unsere Sachen ablegen. Was? Aber Schlüssel doch nicht. Wartet mal. Das Messer auf jeden Fall. Das. Aber ich will nicht meine Waffen ablegen.
Mutter von Mary. Das ist eigentlich auch alles nicht so schwer. Wir müssen unsere kompletten Sachen ab. Boah, das ist ja gemein. Okay. Das Radio auch. Außer den Schlüssel. Wegen dem Schlüssel dürfte er sich jetzt nicht beschweren. Bitte was? Auch den Schlüssel? Nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst. Das ist doch nicht wahr. Wir mussten alle unsere Sachen ablegen. Was ist das denn für ein Scheiß? Scheißes Team, ey. Aber gut. Es geht weiter. Ich bin unbewaffnet. Ich habe keine Karte von diesem Gebiet. Was ist das denn jetzt hier? Kaputt. Wo bin ich hier? Was ist denn... Aha, guck mal. Lakeview Hotel. Für Mitarbeiter. Aha. Hier gibt's nichts Interessantes. Für Mitarbeiter. Hä? Okay, was zur Hölle? Was ist kaputt? Kaputt, also ich habe keine Waffe, ne? Also ich kann kämpfen, ist hier gerade nicht. Da sind Äpfel und Kürbisse, aber das ist noch eine Spieluhr. Ja, Schneewittchen. Hier sind Teebeutel und Kekse. Bei allen ist das Verpacktsachen abgelaufen. Hau doch rein. Hier stehen Suppendosen. Ich schätze, die sind noch okay, aber ich habe keinen Hunger. Wie, nach der langen Zeit hast du immer noch keinen Hunger? Ach, jeez. Hier gibt es nichts, aber es ist recht irgendwie... Ja, aber es riecht irgendwie muffig. Da sind Kartoffeln und Zwiebeln. Sie riechen etwas verfault. Ja, raus hier. Raus hier. So, geht's hier weiter. Das Schloss ist wohl kaputt. Ich kann sie nicht öffnen. Okay. Alles kaputt hier. Ach. Okay. Das heißt, wir müssen einmal hier durch. Ah, warte mal. Was ist hier? Da kann man rein. Okay. Ah. Ist zu dunkel, um die Karte zu lesen. Ah, ja, ich habe keine Taschenlampe. Toll, ne? Bleib mal auf diesem Stock. Ich muss dir alles ablegen. Die haben mich ja dazu gezwungen. So. Hier gibt es nichts, was besonders nützlich aussieht. Ah, doch, hier sowas. Ach, ein Videoband. Das kennt man doch auch noch. Unter dem Videoband liegt ein Dosenöffner. Ah, wartet mal. Was? Ah, komm schon. In den Dokumenten auf dem Schreibtisch, die vor dem Schreibtisch liegen, steht nichts Nützliches. Okay. Das ist kaputt. Dann war's das in diesem Büro. Okay, weiter. Kaputt. Kaputt. Die geht, okay. Hier ist ein Terminkalender mit dem Datum von vor einem Jahr. Alles ein bisschen abgelaufen. Munition? Die kann ich leider nicht mitnehmen wegen dem dummen Aufzug. Würde ich wahrscheinlich gleich alles wieder ablegen müssen. Mehr gibt's hier nicht. Employee Lounge. Nö, okay. Mitarbeiterbereich, also okay. Höchst interessant hier. Was ist das für ein Tor? Die Fensterläden sind geschlossen. Da kann man bestimmt irgendwann aufmachen. Kaputt, kaputt. Ach toll, es ist zu dunkel, die Karte zu lesen. Geiler Effekt. So, dann haben wir hier unten alles. Ja gut, aber den Rest kennen wir ja. Ne? Den Rest kennen wir. Okay. Das heißt, wir haben hier noch Toiletten. Kaputt. Kaputt.
kaputt, also völlig umsonst hier den Bereich hingebracht. Aber ja. Gut. Ist ein Aufzug. Hier ist der Aufzug doch. Okay. Der normale Aufzug. Ja, der wäre jetzt noch die Lösung. Die Frage ist. Nee, das ist ja nicht der normale Aufzug. Das ist ja dieser komische Mitarbeiter auch so. Sind wir jetzt hier festgesteckt oder was ist hier los? Kaputt? Kaputt? Alles kaputt? Man kommt hier nicht mehr weg, oder was? Der Aufzug. Der Rest ist zu. Ja, verdammt. Ist so dunkel. Der Effekt ist geil. Employee Cafeteria, Restaurant, Lakeshore. Nicht, dass wir hier. So. Aber man kann hier nicht mit dem Aufzug fahren. Gibt es hier echt nichts mehr in diesem Büro? Gibt es nichts. Okay. Die ist kaputt. Und ansonsten gibt es hier tatsächlich nichts. Nein, nichts in diesem Büro. Was? Mit Dokumenten. Ja, okay. Schloss ist kaputt. Toll. Ah, warte mal, was ist denn das da? Und hier dieser Feueralarm irgendwie. Kaputt. Einfach auch nur diese Lounge, ne? Also. Das stimmt hier nicht. Also. Das ist sehr mysteriös, das Ganze. Kaputt, kaputt. Ah! Ah, stimmt, hier war doch die Treppe. Ach, ich Idiot. So, okay. Zweites Stock. Und! Was? Warum sind jetzt hier Gegner? Was ist hier los? An dem müssen wir vorbeilaufen. Alter, warum sind hier Gegner? Ich kann doch hier nichts machen. Oh. Ah, guck mal. Einmal für Erste-Hilfe-Kasten und hier ist ein riesiger Motor. Der könnte für den Aufzug helfen. Da hängt ein was? Schlüssel zur Bar. Okay. Hängt hier einfach ein Barschlüssel am Maschinenraum drin an. Ja, okay. Ganz toll. Sonst ist hier gar nichts. Kann man hier nicht irgendwas machen? Kann man hier nichts machen, Boilerraum? Scheinbar nicht, okay, schade. Wie schnell an den blöden Gegner da vorbei! Oh, das ist kaputt, ja super. Da ist noch einer. Wie komme ich denn an dem vorbei? Kaputt. Boah. Alter. Ich musste alles ablegen. Gesundheitsdrinks. Hier ist noch was. So, was ist das? Dose ohne Etikett, ja, aber das ist ja easy. Wir haben ja hier so einen Dosenöffner gefunden. Mach auf. Glühbirne. Eine Glühbirne. Glühbirndose, ich brauche nicht mehr. Was? Der Kühlschrank ist wohl kaputt, ich kann sie nicht öffnen. Ja, wir haben eine Glühbirne. Was haben wir noch hier? Diesen Vorratsraum. Was? Hier gibt es verschiedene Lebensmittel in Dosen. Normale Glühbirne. Okay. Ah, guck mal. Ah, wir sind in der Bar Venustiers. Aha, okay. Von hinten. Hintereingang genutzt. So. Das heißt, wir kommen jetzt wieder zu unseren Sachen. Ah, nice. Okay. Was? Die Theke.
Mary und ich hatten ein paar deliziöse Drinks in dieser Bar. Manchmal scheint alles so lange her zu sein. Manchmal ist es, als wäre es gestern gewesen. Ja, das stimmt. Das ist definitiv so. Eine Jukebox. Sie spielt nicht, also muss sie kaputt sein. Aber hier unten noch irgendwas, wo ich noch nicht war. Ich habe versucht, den Schlüssel zur Bar zu verwenden, aber es ist so dunkel, dass ich das. Okay. Ja, das heißt, wir müssen hier irgendwo die Glühbirne einsetzen. Da oben wahrscheinlich, oder? Hier. Da. Stehe ich nicht davor wahrscheinlich. Da oben kannst du die doch einsetzen, oder? Wie jetzt? Ah, vielleicht da hinten. Ach. Hier, guck mal, da ist auch noch eine Lampe. Aber die Glühbirne fehlt. Okay, hier. Glühbirne. Geile Lampe. Also echt. So, Schlüssel zur Bar benutzt. So, das heißt, wir haben jetzt hier einen Durchgang. Können jetzt hier den Aufzug benutzen, oder wie? Aber ich hätte gern erstmal meine Sachen wieder. Wartet mal. Können wir wieder unsere Sachen holen, bitte? Die haben uns ja gezwungen, hier alle unsere Sachen abzugeben. Ey, Mann. Es ist zu dunkel. Oh nein. Oh, ich hasse das. Geh mal in den hellen Bereich. So, wieder tolle Furzmusik im Hintergrund. Das war, glaube ich, auf dem zweiten Stock, ne? Hier hinten. Also die Klos. Ach, wo war das denn jetzt? War es hier vielleicht drin? Ne, das ist doch die Haupthalle, genau. Ach, auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Jo, und da sind jetzt auf einmal wieder Gegner drin. Ja, ist klar. Ja, lass mich einfach dran vorbei. So, dann immer wieder. Speicherpunkt. Nimm mal deine Sachen mit, ja. Den Aufzug kann man wieder nicht nehmen, ne? Ne. Aber wir haben jetzt die zweite Spieldose. Immer noch unseren Schlüssel für den 312er Raum. Aber ich glaube, wir brauchen noch eine Spieldose. So, dann mache ich jetzt die Gegner hier weg. Pistole. Ausrüsten, neu laden. So, kommt her. Jetzt sind sie natürlich weg. Ganz klar. Jetzt, wo ich unsere Waffe wieder habe, sind die Gegner weg. Das ist doch total beknackt. So, pack die zweite Spieluhr da rein. Da müssen aber drei Stück rein. Hä? Ah, vielleicht hier. Ja, okay. Spiellose Schneewittchen. Okay, das stimmt auch noch nicht so ganz. Was können wir denn jetzt noch machen? Schlüssel 312. Was haben wir denn jetzt noch auf der Karte, wo wir noch nicht waren? Wir haben auf jeden Fall bei der Reception aber noch so eine Tür. Wartet mal. Bei der Reception. Wartet mal. So, da haben wir doch da vorne so eine kleine Tür. Information. Und dann dahinter ist noch eine Tür. Da. Nee, die ist kaputt. Da ganz vorne, was? Warte mal. Hier? Ist auch kaputt, ja, toll. Aber hier geht gar nichts auf. Komisches Hotel, ey. Die Küche habe ich noch nicht ausprobiert. So, die Küche. Warte mal, die Küche, die Küche, die Küche. Kaputt. Kitchen ist auch zu. Ach. Okay.
Kann ich hier die Tür nicht jetzt aufmachen? Super. Kaputt. Ja, toll. Weißt du... Ah, wartet mal. Vielleicht kommt man ja hier in die Küche. Ach nein, das ist alles zugestellt. Da kommt man nicht hin. Verdammt nochmal. Nee, da kommt man nicht hin. Auf jeden Fall sehr interessant gemachtes Hotel hier. Riesig natürlich, ne? Ist klar, wie so ein Hotel auch sein muss. Aber das ist doch der Weg nach draußen hier, oder? Was? Hier. Das ist doch der Weg nach draußen, ja. Genau, deswegen ist das auch markiert als noch offen. Okay. In dem Bereich kam man nicht. Da oben? Vielleicht geht ja jetzt irgendwas in diesem Klo. Wer weiß. Also nach oben stapfen. Warum ist die Furzmusik weg? wir sind doch hier wieder im komischen Cloakroom. Der Raum, der macht mir irgendwie... Ich weiß auch nicht. Weil hier in der halt noch eine... Warte mal. Weil hier noch ein Raum ist, wo wir irgendwie nicht reinkommen. Hier. Ein Bild dieses Hotels, ja, toll. Wo geht's weiter? Hotel Ante Room. Service Room. Es sind so viele Sachen in der Halle. Aber man kommt ja nicht rein, das ist ja so knackt. Ist ja alles zu. Hier. Da kommt man ja nicht rein. Wo geht's weiter? Vielleicht nochmal im Keller oder so. Da ist auch nichts mehr. Also irgendwas fehlt uns noch. Hier ist eine Spieldose. Ja, aber hier fehlt uns ja eine. Platz der Prinzessin, die kein Wort sprach. Ja, aber das fehlt ja noch, ne? Ja, das klingt nicht ganz richtig. Das ist korrekt. Kaputt, ja. Okay. Geh noch mal raus. Ich versuch's halt noch mal. Das war draußen irgendwas vergessen? Ich habe keine Ahnung. Null Ahnung, wie gesagt. Ich gehe jetzt einfach noch mal hier raus. Noch mal gucken, ob hier draußen nicht noch irgendwas war, weil das sieht mir so komisch, komisch aus da. So, sehr merkwürdig hier. Wartet mal. Was ist denn hier? Im Moment kommt kein Wasser heraus. Nee. Oh! Wie jetzt? Ach! Ach! Hallo? Guck mal! Da ist ein Brunnen in der... Es kommt kein Wasser... Ach ja! Ach, schaut euch das an.
Okay. Geiler Zufall, oder? Ich habe hier draußen mich einfach nicht vernünftig umgeguckt. Oh mein Gott. Okay, das ist peinlich. Das ist echt peinlich, ey. Aber gut. Wir haben die dritte Spieluhr. Das heißt, wir können das Ding da aktivieren. Oh, wie geil. Okay, es geht endlich weiter. Ah. Hier ist das doch. Genau, hier. Wir haben die dritte blöde Spieluhr hier. So, kleine Meerjungfrau. So, jetzt aber. Ah, das klingt nicht ganz richtig. Ah. Wir müssen die doch in der richtigen Reihenfolge einsetzen. Ah, das ist ja. Okay. Platz der Prinzessin, die um Mitternacht flogen. Ach so, nein, 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 nein. Das klingt nicht ganz richtig. Eine Prinzessin, die um Mitternacht flogen. Das wird ja wohl dann um Mitternacht. Das muss ja dann Schneewittchen sein, oder? So, dann das hier. Platz der Prinzessin, die vom Tode erwachte. Nein, die vom Tode erwachte. Kleine Meerjungfrau. Aschenputtel ist nicht vom Tode erwacht. Ich meine, ich weiß, ich kenne mich mit Märchen nicht aus, aber jetzt präsentiert die kein Wort sprach. Aschenputtel. Nee, das ist falsch. Okay, ja, das leuchtet jetzt gerade auf unsere Uhr. Mitternacht. So, Mitternacht. Aschenputtel ist doch nicht um Mitternacht geflohen, oder? Ich meine, ich kenne mich überhaupt nicht mit Bärchen aus, ne? Schneewittchen. So, wie war hier noch die Meerjungfrau? Okay, wir haben es, glaube ich. Ah, ja, okay. Das hört sich schon schöner an. Ja, okay. Schlüssel zur Hoteltreppe. Nice. Okay, das heißt, wir können. Schöne Musik. Das erinnert mich echt an Code Veronica, ey. In dem Anwesen von Alexia. Die Musik bleibt jetzt auch tatsächlich. So, Hoteltreppe. Hä? Ach so, andere Seite. Hier. Ah, nee. Na, wo ist denn jetzt die Hoteltreppe? Bin ich jetzt total be bescheuert? Warte mal, warte mal. Ah, hier. Ah, okay. Och nö. Och nö. Ach, das ist ja super. Wir sind so nah dran. Und meine Uhr klingelt. So ein bitteres Timing. Aber okay, Freunde. Ja, da bleibt mir nichts anderes übrig, als hier einen Cliffhanger zu machen. Und ja, wie es hier weitergeht, sieht man dann halt beim nächsten Mal. Wenn wir uns die ganzen Räume angucken werden. Und vor allem auch das Zimmer 314, oder? Was ist das denn? Ach, das ekelhafte Gefängnis. Okay, weg damit. gut, liebe Leute, würde ich mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like oder Abo da und dann lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, dass ihr jetzt gerne weiter den Kanal. Und ja, bis hier weiter geht's über beim nächsten Mal. Ciao.
Dann würde ich sagen, schönen Abend oder schönen Tag. Tschüss, tschüss.